Willkommen zu einem neuen Video von mir. Das ist gerade so komisch, weil das Hallo kommt gerade aus der Zukunft. Ich sitze nämlich gerade schon vom Laptop und schneide genau dieses Video hier und habe einfach bemerkt, dass ich kein Intro aufgenommen habe. Und deshalb habe ich mir gedacht, schnappe ich mir jetzt nochmal schnell die Kamera, denn wir haben Großes vor. Wir bekommen eine neue Küche, einen neuen Boden, neue Fenster, also großer Wohnraumumbau. Und natürlich seht ihr dann auch das fertige Ergebnis. Also bitte nichts skippen. Schaut alles an, okay? Ausgemacht. Und ihr schreibt mir dann, wie ihr das Ganze findet. Es ist übrigens unser Eigenheim, weil es schon oft mal viele gefragt haben. Ansonsten würden wir sicher nicht so viel Aufwand, Geld, Zeit hier reinstecken. Aber wir möchten es halt richtig so zu unserem Zuhause machen. Und wie wir eingezogen sind, war die Küche eben schon drinnen. Also die alte Küche jetzt in dem Fall. Und die ist einfach einerseits nicht ganz so, wie wir sie uns vorstellen. Und sie hat halt auch einige Mankos. Beispielsweise sehr viel zu niedrige Aufbauhöhe. Deshalb auch ein kleiner Geschirrspüler. Man hat auch kein Eckkastel. Alles so Dinge, natürlich Luxusprobleme, sag ich mal, aber dennoch, Kochen und Ernährung ist ja nicht nur unsere Leidenschaft, sondern ja auch Teil ein bisschen so unseres Jobs. Deshalb haben wir gesagt, da gönnen wir uns jetzt eine richtige Traumküche, so wie wir sie haben wollen. Und wie das halt dann oft ist, so beim Umbauen, wenn man es halt gleich richtig und gescheit machen möchte, zieht es so einen kleinen Rattenschwanz mit sich. Aber das seht ihr jetzt eh alles im Video. Ich wollte nur kurz noch ein paar Worte einfach an euch wenden, bevor das Video startet. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß. Bleibt dran. Und schreibt dann unbedingt, wie ihr das Ergebnis findet. Viel Spaß! So, ich zeige euch jetzt nochmal schnell den derzeitigen noch Ist-Zustand, wie unser Wohnraum aussieht. Also man kommt hier rein, das seht ihr schon, das sind die zwei Böden. Einmal eben der Parkett, einmal der Vinyl. Hier sieht man auch ganz schön, ja, der ist schon ziemlich mitgenommen. Also wir freuen uns schon sehr auf den neuen Boden und auch, dass es alles einheitlich wird. Auch, dass dieser dunkle Fleck hier einfach weg ist. Ja, am Wohnzimmer wird sich nichts ändern. Also das bleibt alles so, wie es ist. Bleibt alles so, wie es ist. Und dann hier die Küche. Natürlich eine Riesenveränderung. Einmal schon mal zuerst noch das Fenster. Das wird ein bisschen höher gesetzt, damit eben die Küche höher sein kann. Heller Stein. Helle Fronten, alles einheitlich. So sieht's aus und nicht mehr lang. Und ich sehe übrigens gerade so aus. Sascha und ich haben nämlich gerade schon einen Teil von einem Reel gedreht. Ein Vorher-Nachher von der Küche. Also jetzt natürlich nur das Vorher. Das kommt dann auf Insta online. Aber ja, wie gesagt, so sieht's jetzt noch aus. Ah, ich möchte so schnipsen und dann ist schon alles fertig. Machen wir mal kurz, okay? Und zack, oh mein Gott, ein Hallo aus der Zukunft. Ihr glaubt mir nicht, was ich da gerade sehe. Und tschüss. So, und zurück sind wir wieder. Schön war's, aber jetzt steht noch ein bisschen was vor uns. Es kann losgehen. Willkommen aus dem Chaos. Heute ist Küchenabbau, Ausräumen, und so weiter angesagt. Der Käufer, an dem wir die Küche verkauft haben, kommt heute. Es wird nämlich eh gar nicht so easy, weil das ist ja eine massive Steinplatte und die wiegt gar nicht so wenig. Ich habe gestern Abend schon mal angefangen auszuräumen, alles in Kisten zu packen. Übrigens, nein, nichts Falsches. Das sind Gemüsekondome. Also wenn man zum Beispiel eine Gurke anschneidet, kann man das einfach so drüber stülpen und dann bleibt die Gurke frisch, wie sich das anhört. So, jetzt geht's da mal los. Ich räume mal alles fertig aus und Findi bekommt Futter. Schön, Mahlzeit. Boah, hier im Chaos. Ihr seht, es ist alles leergeräumt. Kühlschrank, das befindet sich hier. Zum Glück haben wir in der Garage einen Kühlschrank. Auch der Hochschrank ist jetzt komplett leergeräumt und jetzt ist alles in den Kisten verpackt, beziehungsweise im Badezimmer, Müll, befinden sich so die wichtigsten Dinge, die man halt trotzdem jetzt noch öfters brauchen kann. Und hier unten ist richtig viel Geschirr verstaut. Das Ding ist ja, der gesamte Wohnraum muss ja jetzt dann leer sein. Deshalb müssen wir da ein bisschen improvisieren und das Kistenleben und so. Ja, jetzt heißt es mal, das alles irgendwo verteilen. So, kurzes Update. Da sieht eigentlich noch alles relativ normal aus, aber schaut mal. Zack, die Hälfte von der Küche ist einfach schon weg. Und jetzt muss das Ganze über den Balkon irgendwie mit der schweren Platte runtertransportiert werden. Der Nachbar hilft aus mit dem Traktor. Hier sind schon die schweren Sachen. Und meine Dienste bei den schweren Tragesachen könnten jetzt wirklich gebraucht werden. Deshalb werde ich hier mal ein bisschen zusammenkehren. Natürlich mit Ehrenpflaume, Kernpflaume. So cool. Einen
wunderschönen guten Morgen. Ein neuer Tag, ein neues Glück, eine neue Baustelle, denn ja, heute geht's mit dem Fenster los. Küche ist ja weg und jetzt wird das alte Fenster rausgerissen und dann kommt das fette, große Panorama-Fixglas bis hierhin und hier bleibt dann oder kommt ein neues Fenster zum Öffnen. So kommen wir dann mit der Küche auf die richtige Aufbauhöhe und wir haben natürlich nochmal eine fettere Glasfront, auch ohne diesen ganzen Zwischenteilen hier. Oh, jetzt sind sie da. Ich wollte gerade noch sagen, es wird heute ein bisschen tricky, weil die große Glasfront muss hier rübergehoben werden, irgendwie hier rauf. Also, schauen wir mal. Und tada! Oh mein Gott, das sieht doch mal richtig, richtig schön aus. Oder jetzt haben wir ein richtiges Panoramafenster hier. Wahnsinn, perfekte Aussicht hier beim Kochen. Und es wird auch mit dem Stein so schön aussehen, denn der läuft dann, ich kann euch das mal zeigen, das ist ja, Moment. Das hier wird ja unser die Küchenarbeitsplatte, der Stein. Und der läuft dann genau hier so perfekt zum Fenster. Es wird so schön. Hallo. Kleines Update, wie es weitergeht. Also Fenster ist jetzt drinnen. Dann kommt jetzt der Boden dann raus. Wir reißen ihn einfach raus. Ich glaube, das kann jetzt nicht so schwer hoffentlich sein. Und dann kommt auch schon Mitte nächster Woche der Bodenleger. Dann wird der neue Boden gelegt. Haben wir übrigens jetzt schon geliefert bekommen. Kann ich euch mal zeigen. Da liegt unser Boden. So wird unser Boden aussehen. Das ist Eiche Parkett Natur pur. Geölt, rustig, breite Dielen, lange Dielen. Das geht nächste Woche dann weiter. Und dann kommt da schon die Küche. Und dann ist hier alles fertig. Falls ihr euch übrigens fragt, wie wir jetzt überleben ohne Küche, heute beispielsweise Pizza bestellt. Ja, ich sag mal so. Wir kommen über die Runden. Wir haben ja zum Glück unten in der Garage einen Kühlschrank, einen alten Kühlschrank, da können wir Sachen noch ganz normal lagern. Und ja, müssen mal halt hin und wieder was bestellen, gibt Schlimmeres. Und noch was Lustiges, oder lustig, eigentlich finde ich es ein bisschen eklig, aber wir haben halt derzeit keine andere Möglichkeit. Okay, Sonne, hallo. Und zwar, warte, kurz drehen. In unserem Bad, zack, unser Bad ist jetzt einfach unser Waschbecken. Ich weiß, es ist echt eklig, aber was soll man machen? Wir müssen halt nur ein bisschen Geschirr waschen. Aber jetzt bin ich schon wieder weg, gell? Tschüss. Einen guten Morgen, ein neuer Tag und heute geht's hier richtig rund, denn Sascha und ich werden jetzt mal alle Möbel hier rausräumen, dann den Boden rausreißen, damit alles bereit ist, wenn der Bodenleger kommt, damit dann der neue Boden verlegt werden kann. Und ihr seht eh, wir haben hier eine fette Couch, wir haben den Massagesessel, wir haben den Tisch, es muss alles hier einfach so übrigens irgendwo hin, also es kann jetzt lustig werden. Bist du motiviert? Sicher. Los geht's. Wow, lecker, was bei so einer Couch alles zum Vorschein kommt. Ein Socken sogar. Kurzer Zwischenstand. Boah, hallo. Der Raum ist so gut wie leer. Und Sascha fängt jetzt schon mal an. Ja, die Kamera ist voll staubig. Scheiße. Jetzt wird gearbeitet. Also, tschüss Boden. Guten Morgen, ein neuer Tag. Ich habe mich gestern gar nicht mehr gemeldet. Oh, ich zeige jetzt mal den Stand der Dinge, wie es hier aussieht. So, alles leer. Habe ich euch schon gezeigt? Alles leer. Sascha hängt gerade die Tür hier ein. Und jetzt machen wir noch alle Feinheiten fertig, denn in ungefähr einer Stunde kommt der Bodenleger und dann geht's hier zur Sache. Ich glaube, die werden zuerst mal alles abschleifen oder so. Keine Ahnung, wie der Plan ist. Ja. Es geht voran, aber es ist echt schon richtig anstrengend. Haufen Arbeit, aber es nimmt ein Ende. Jetzt denkt man schon ein bisschen an das Licht am Ende des Tunnels. Jetzt ist es nicht mehr lang. Jetzt haben wir bald die neue Küche, neuen Boden. Jetzt müssen wir dranbleiben. Also, weiter geht's. Es ist fertig. Der Boden ist schon mal fertig. Seid ihr bereit? 3, 2, 1. Tada! Jetzt was passiert nicht. Ah, jetzt. Wow. Ja. So schön, oder? Es ist so
krass, was einfach der Boden ausmacht. Der Raum irgendwie wirkt sofort ganz anders. Seht ihr das? Ich finde den Boden richtig schön. Der hat so ein bisschen so eine Maserung. Richtig ein schönes, natürliches Holz. Wir sind richtig glücklich. Richtig, richtig schön. Schreibt mal gern, was ihr sagt. Herrlich. Und 3, 2, 1. Boah. So schnell ging es in echt leider nicht. Denn es ist, wie man vielleicht auch im Outfit erkennen kann, ein neuer Tag. Aber wir haben gestern echt noch alles geschafft, hier einzuräumen. Ich zeige euch mal kurz. Wir haben nämlich ein bisschen was umgestellt. Hier im Couchbereich ist jetzt dieses Regal von hier drüben hier rüber gewandert. Boah, wie das gleich anders wirkt, einfach mit dem Boden. Und die größte Veränderung, der Massagesessel ist weg. Wir haben uns jetzt dafür entschieden, weil es einfach auch wohnlicher aussieht, dass wir hier ein bisschen Kommode, Pflanze und so weiter stehen lassen. Und den Massagesessel zeige ich euch gleich, wo der hingekommen ist. Das hier ist alles gleich. Ja, ganz fertig sind wir noch nicht. Küche kommt übermorgen. Hallo! Hallo! Aha. Sascha ist gerade zurück, der war beim Friseur. Ja, ihr seht eh, hier ist natürlich noch, ja, wie sieht es noch aus? Und hier hinten, hier ist das ganze Küchenzeugs. Wir haben jetzt ein bisschen zu viele Pflanzen. Sag mal, wie schaut es aus? Ja, ich habe noch nichts in die Ordnung, aber nur seitlich ein bisschen kürzer. Super, passt. Ja. Zeig gerade, wo unser Massagesessel hinkommen ist. Ja, der ist genau, jetzt da. Hier. Macht sie, glaube ich, ganz gut. Ja, passt besser. Passt gut. Und jetzt müssen wir noch überlegen, wo der Fikus hinkommt. Dann habe ich auch mal meine Ruhe, wo ich mich reinlege. Dann nervst du mich nicht immer. Das ist mein Büro. Wenn ich mich in dein Büro reinlege, mache ich die Tür zu und dann nervst du mich nicht mehr. Und du? Dann muss ich dann rausgehen? Im Wohnzimmer bist. Vielleicht gehe ich raus. Ach so. ja, für die Pflanze müssen wir noch einen Platz suchen und die irgendwie auch noch, keine Ahnung. Vielleicht kommt die dann hier hin, wenn der ganze Müll mal weg ist. Ja, das ist Stand der Dinge. Jetzt ist mal kurz 2 Tage, 3 Tage Pause und am Montag kommt dann die Küche. Freuen wir uns schon, gell? Ja, so. Da sehen wir uns dann wieder. Das wird so spannend. Ja. Das wird tipptopp. Das wird super. Was passiert da? Was sehe ich? Ich hab voll aufgeräumt. Ja, boah. Was ist sauber. Schaut mal, wer bei uns, oh, und genau jetzt geht sie, auf Besuch ist, und zwar Lani Banani, Lani Banani. Die darf jetzt gleich mal einen schönen neuen Boden einweihen. Die ist jetzt bei uns übers Wochenende da. Und dann geht's endlich los hier mit der Küche. Aber ich wollte sie euch mal kurz zeigen. Das ist einfach zu süß, oder? Und jetzt habe ich mir schnell Essen in die Mikro geschmissen von Prosis. Das ist natürlich gerade jetzt ohne Küche mega praktisch. Die haben eine riesen Auswahl von Tiefkühlprodukten. Roasted Pumpkin Risotto mit Walnüssen gibt es heute für mich. Die haben aber auch von Pizza über Eiscreme, über Pasta, alles. Also die haben eine riesen Auswahl, auch vegetarische und vegane Produkte. Da könnt ihr gerne mal stöbern. Rabattcode Paulina10 kennt ihr eh für 10%. Für viele Gratisprodukte findet ihr unten in der Infobox. Und ich freue mich jetzt mega drauf. Aber ich freue mich auch schon wieder, wenn ich wieder richtig lecker kochen kann, muss ich auch dazu sagen. Und tada! So sieht's aus. Mahlzeit und bis bald. Guten Morgen. Ich habe gerade schon ein Workout gemacht, deshalb bin ich noch im Sportoutfit. Muss ich jetzt ein bisschen beeilen und unter die Dusche springen, denn in ungefähr einer Stunde, tada, geht's hier richtig rund. Denn die Küchenaufbauer, Küchenmonteure kommen und bauen unsere Küche heute und morgen auf. Ich freue mich so unglaublich. Sascha und ich haben übrigens gestern noch hier, das haben wir jetzt mal in unserem Gym hier deponiert, unseren neuen Backofen raufgetragen. Der sieht übrigens so aus. Also sehr, sehr cool. Ist ein Dampfbackofen, also Kombigerät, Dampf und Backen. Freue ich mich richtig drauf mit Blech und sonstiges. Ja, der Boden, gell, bitte nicht beachten. Und unser neuer Geschirrspüler. Endlich ein großer. Wir hatten ja davor nur so einen blöden kleinen. Also er war normal breit, aber nicht so hoch und da hast einfach nichts reinbekommen. Jetzt haben wir einen richtig schönen, voll integrierten. Und hier liegt unsere Armatur. Schaut euch die mal an. Richtig schön. Also die ist schwarz, weil ja auch unser Waschbecken schwarz wird. Hat hier so einen coolen Dings halt. Arm, oder wie man sagt.
Ja. Also nochmal gut einprägen und bald sieht es hier komplett anders aus. Juhu! So, ihr seht, schaut sie so nahe. Chaos. Chaos pur bei uns. Aber es wird so schön. Wir haben schon ein bisschen da zum Beispiel. Schaut euch mal die Front hier an. So schön. Also, sie sind schon richtig fleißig, räumen alles rauf. Ja, es geht voran. Jetzt hilft uns gerade noch der Nachbar. Boah, du bist so nahe. Ach so. Der Nachbar mit die schweren Sachen rauf, mit dem Traktor. Kühlschrank ist auch schon mal hier oben. Steinplatte wird noch spannend, aber es geht gut dahin, gell? Ja, es geht ruckzuck. Da steht ein bisschen was herum. Ja, steht ein bisschen was herum, aber läuft. Läuft. Und startet Dinge. Morgen kommen sie ja nochmal. Es ist gerade Abend. Boah, es schaut schon so gut aus. Ja, man kann sich jetzt nicht so gut vorstellen, aber... Schaut mal nur der Stein. Wie schön ist bitte dieser helle Stein. Wahnsinn. Echter Naturstein. Ja, echter Naturstein. Echter Naturstein. Ja. Und hier mal ein bisschen so. So schön. Schöner, wenn die Natur kann man es nicht machen. Ja, so schaut's aus. Also hier sieht man jetzt schon gut die Blende, also die Front. Schaut so aus, der Stein eben so und das ist so die Rückwand und da kommen ja dann noch Hängeschränke hin. Ja. Also bis jetzt schon mal richtig, richtig happy und morgen wird es wahrscheinlich noch krasser werden. Morgen ist dann fertig, dann ist einfach die Baustelle fertig. Boah, vorbei. Oh. Die Küche ist fertig. Schaut euch das mal an, es ist ein Traum. Schaut in der Kamera auch so schön aus. Ja, schaut so schön aus, wirklich. Wow, also die Fronten, der Stein. Also es ist noch nicht alles fertig. Hier Steckdosen fehlen noch, hier hinten auch. Wir möchten hier auch noch so LED-Licht. Aber wurscht, im Prinzip steht die Küche und wir lieben sie, gell? Ja, die schaut so schön aus. Mit dem, mit der Panorama-Aussicht sozusagen. Mit dem Boden. Das matcht alles. Mit Kacklofen. So ich zeige jetzt mal schnell auf vorher, nachher. Dann könnt ihr mal den krassen Unterschied sehen. Los. Geht's. Los geht's. Kommentare, der Unterschied ist heftig, gell? Wie eine neue Wohnung. Ja, wie eine komplett neue Wohnung. Es ist so arg. Jetzt muss ich natürlich da mal starten, die ganzen Schubladen einräumen, aber das würde jetzt einfach den Videorahmen sprengen. Das Video ist schon so lang. Schreibt mal gern. Ich habe nämlich gedacht, ich kann ja noch mal so richtig coole, ausführliche Küchentour mit, wo ich euch die Schubladen, Vorrat, Kühlschrank, alles zeige. Gebt mir gerne Bescheid, ob ihr das wollt. Aber es war jetzt mit dem Video. Du bist es. Baustelle ist fertig. Ja, jetzt sind wir wirklich fertig. Wow. Das kannst du gar nicht glauben. So, jetzt können wir das nächste Projekt starten. Jetzt ist mal Pause. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich hoffe, euch hat gefallen, dass ich euch ein bisschen mitgenommen habe. Und dann würde ich vorschlagen, lasst gerne auch euer Feedback da. Ich freue mich über einen Daumen nach oben. Schreibt in die Kommentare. Und bis zum nächsten Mal. Bist du schon bereit zum Tschüss sagen? Tschüss.